kann denn das passieren? Wo bleibst du denn, Paps? Frau Brenner sitzt schon auf dem Stühlchen. Also man kommt nicht zur Arbeit, weil einem dauernd der Beruf dazwischen kommt. Sie ist ja die letzte Patientin für heute. Mhm. Warte, komm. So, Frau Brenner, jetzt haben wir es schon geschafft. Ausspucken bitte und spülen. So, nun wollen wir mal sehen. Hm. Sieht ja schon ganz schön aus. Frau Brenner, haben Sie etwas dagegen, wenn ich die Behandlung in meiner Kamera filme? Aus wissenschaftlichen Gründen? Aber gern, Herr Doktor. Bitte, Biggi. Ich mache das nur bei vorbildlichen Patienten. Herr Doktor, ich dachte eigentlich... Schön offen lassen. Ich dachte eigentlich... Nur noch ein paar kleine Korrekturen. Ich bin nämlich so schrecklich empfindlich. Wieso schrecklich? Sie sind sensitiv. Das ist etwas Seltenes und sehr Schönes. Oder wollen Sie lieber dahin vegetieren, wie die Masse, stumpf, ohne Gefühl? Na also, seien Sie doch froh, dass Sie zu den Empfindlichen gehören. Nur die Sensiblen führen ein reiches Leben. Speichelsauger. So. Ausspucken, bitte. Komisch, sonst habe ich immer solche Angst vorm Zahnarzt. Naja, wer keine Angst hat, der kann ja auch nicht tapfer sein. Chlorophenol. Denn was ist Tapferkeit? Schön offen lassen. Tapferkeit, CHKM. Tapferkeit ist die Überwindung unserer Angst. So. So, Frau Brenner, jetzt sind Sie gleich erlöst. Haben wir denn schon einen neuen Termin? Biggi. Dienstag um 10? So, dann bitte schließen. Stört Sie etwas? Nein. Fein. Dann bitte spülen. So, Frau Brenner, was wär's für heute? Sie haben ja so recht, Herr Doktor, mit dem reichen Leben. Obwohl dieses Übermaß an Gefühl, das wir sensiblen Menschen empfinden, eigentlich recht belastend sein kann. Schon als Kind wissen Sie, dass ich als Fünfjährige mal 3 Tage hintereinander nichts gegessen habe, nur weil dieses... Nein, aber gut, dass Sie mich daran erinnern. Oh, Sie dürfen schön. 1 Stunde nichts essen. Und alles Gute, Frau Brenner, und entschuldigen Sie, ich bin ein bisschen eilig, aber es ist das letzte Mal, dass ich heute mit meiner minderjährigen Tochter ausgehe. Ach, will Fräulein Biggi Sie verlassen? Nein, sie wird volljährig und wir feiern an. Das machen wir immer, seit Biggi 17 ist. So, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön, Frau Brenner. Und Dienstag um 10. Ja. Wiedersehen. So, fahren wir los. Wann beginnt die Oper? Um 7:30. Na, dann wollen wir uns mal bildschön machen. Was? Es gibt 3 Sorten von Ameisen. Die einen wohnen in den von uns bekannten Ameisenhaufen. Die anderen, und zwar die Mehrzahl aller Ameisen, haben den Bau unter der Erde oder auch in Bäumen. Die zahlenmäßig größte Kaste bilden die Arbeiterinnen. Warum setzen Sie sich nicht, Herr Doktor? Sie nehmen einem ja die ganze Ruhe. Ja, danke schön. Wie ist denn das Programm? Ach, es ist furchtbar. Eine Sendung über Ameisen. Aha. Afrikanische Ameisen, indische Ameisen, mexikanische Ameisen. Es ist kaum auszuhalten. Na, dann schalten Sie doch ab. Abschalten? Ist doch das einzige Vergnügen, das ich habe. Ja, aber Mensch mit Charakter darf sich nicht zum Sklaven des Fernsehschirms machen lassen. Schlechte Sendungen schaltet man einfach ab. Wie kann man sie abschalten? Man weiß doch nie, ob sie vielleicht besser werden. Aha. Frau Winkler, ehe Sie besser werden, kurz eine Frage. Ist das Auto schon gebracht worden? Nein. Oh, da muss ich gleich telefonieren. Und wenn die Geburtstagsrosen kommen, dann zählen Sie bitte nach, ja? Ich weiß, diesmal müssen es 21 sein. Ja, und dann habe ich noch eine große Bitte an Sie. Ich weiß, ich kann es ja eigentlich nicht von Ihnen verlangen. Wetten, dass ich trotzdem tun. Ja, Sie haben die Wette gewonnen, Frau Winkler. Wir gehen nach der Oper noch in die Siro-Bar. Und da möchte ich meiner Tochter wie jedes Jahr 12 Uhr nachts die Blumen überreichen. Wenn Sie vielleicht so nett wären, ja? Aber und erst nach 22.20 Uhr, ja, wenn das Schlagermagazin zu Ende ist. Bitte schön. Hoffentlich bin ich dann zur Billard-Weltmeisterschaft wieder zurück. Ja, das hoffe ich auch. Und dann, also nochmals vielen Dank, ja? Und einen schönen Abend wünsche ich, ne? Danke gleichfalls. Ein Mensch mit Charakter lässt sich nicht zum Sklaven des Fernsehschirms machen. bin noch in der Wanne. Ich gehe schon, Biggi. Lassen Sie sich nicht stören, Frau Winkler. Nein, Herr Doktor. Die Frau hat Nerven. Endlich. Ihr sitzt wohl auf den Ohren, was? Wo wirst denn du mit dem Fass hin? Für die Geburtstagsfeier morgen Abend. Da wird kein Bier getrunken. Ich kenne Biggi genauso lange wie du und an ihrem Geburtstag, da trinke ich, was mir schmeckt. Jetzt muss ich das Ding mal loswerden. Du bist wohl wahnsinnig, ja? Komm in den Keller. Robby, das schaffe ich nicht. Das Ding ist schwer. Ja, mach's doch wie ich. Trink Mosel, das ist leichter. Mach die Tür auf, du Affe. Was hast du gesagt? Mach die Tür auf, du Affe. Ja. Warte mal, ich geh vor und mach Licht. Gut. So. Jetzt geh doch mal ein bisschen schneller. Immer schön langsam, Poldi, dass du nicht stolperst. Junge. Du, komm mal her, ich muss dir was zeigen. Was denn? Setz dich. Ich habe da kürzlich einen Patienten gefilmt während der Behandlung, ohne dass er es merkte. Das darfst du doch gar nicht. Och, tust du immer nur, was erlaubt ist? Pass mal auf, du. Das war sehr komisch. In dem Moment, als er Biggi sah, war er wie chloroformiert. Na, was sagst du? Jetzt schau dir an, was der für Augen macht, hm? Dabei bin ich doch in der Nähe der Pulpa, also direkt in der Nähe, du. Verstehst du das? Der muss irrsinnige Schmerzen gehabt haben. Schau dir das an, der zwinkert immer noch. Interessant, da kannst du aber Menge Spritzen sparen. Ja, Biggi blieb natürlich ganz kühl, nicht? Direkt unhöflich. Und stell dir vor, als die Behandlung fertig war, du, da sagt er doch zu ihr, das wäre die schönste halbe Stunde seines Lebens gewesen. Und stell dir vor, eine weitere halbe Stunde später war er bei mir. Bei dir? Wieso? Hatte solche Backe. Du hattest ihm eine Einlage von reinem Dentomizin gemacht. Ich hatte Mühe, den Zahn zu retten. Akute Pulpitis? Ja. Warum ist der Feigling nicht zu mir gekommen? Ich habe ihn natürlich gefragt. Es wäre ihm zu peinlich, sagt der Dr. Stegemann hat eine bezaubernde Tochter. Aber er selbst ist leider ein Pfuscher. Eine Frechheit. Na, wenn ich den mal treffe. Du, ich möchte Biggis Geburtstagsgeschenk mal sehen. Wo steht denn das Auto? Bist du noch gar nicht da? Ruf mal an, was da los ist. Und sieh mich inzwischen weiter an. Guten Abend, Frau Winkler. Guten Abend, Herr Dr. Walter. Jochen, ich möchte dich ja auch gerne sehen. Ich kann nur hier nicht weg. Ich bin so gut wie fertig angezogen für die Oper. Wetten, dass wir uns heute noch sehen? Schatz, ich kann nicht. Dann komm doch mal ans Fenster. Ans Fenster? Wieso ans Fenster? Du, ich konnte eben nicht zuhören. Was hast du gesagt? Warum bleibst du nicht am Fenster? Die Schnur reicht nicht. Oh, schade. Aber jetzt habe ich dich wenigstens gesehen. Jetzt ist mir schon viel wohler. Ich kann nicht sprechen. Biggi telefoniert die ganze Zeit. Ja, sicher ein Verehrer. Wir haben großen Erfolg bei Männern. Du, das kann eine Ewigkeit dauern. Komm, geh mal raus zur Telefonzelle. Ich würde mich ja dafür interessieren, mit wem meine Tochter... Ja, du bist ja auch neugierig, ne? Und du bist viel zu vertrauensselig. Na, ich kenne doch meine Biggi. Biggi hält sich an die Spielregeln. Wenn sich mal für einen jungen Mann interessiert, dann stellt sie ihn mir vor. Dann hat sie meistens sehr schnell genug von ihm, weil sie anfängt zu vergleichen. Weißt du, was sie neulich zu mir gesagt hat? Du, hat sie gesagt, der Mann, den ich mal heirate, muss so sein wie du, Paps. Und dann ist sie wohl nicht sehr anspruchsvoll, ne? Doch, sie will ja mehr als eine hübsche Fassade. Darin ist sie genau wie ihre Mutter. Ingrid hätte ja auch dich heiraten können. Du sahst ja mal sehr gut aus, ne? Danke. Ja, und du hast dich sehr um sie bemüht. Oh, aber sie hat mich genommen. Nein, du, heute geht es nicht. Solange ich denken kann, gehört dieser Tag Paps. Na, und morgen? Morgen, natürlich. Warte, lass mich mal nachdenken. Vielleicht mittags? Wie belastest du denn? Nein, das kann ich dir nicht sagen, wirklich nicht. Augenblick. Du, sag doch mal, was ist denn los? Kannst du mal einen Augenblick die Augen zumachen, bitte? Sag doch mal, hallo, was ist denn los, Biggi? Erzähl ich dir mal später. Kann ich jetzt endlich die Augen wieder aufmachen? Danke. Ja, auch besetzt. Aber ich habe dir noch so viel zu sagen. Zum Beispiel, dass ich dich liebe, dass du ein Engel bist. Du, und dann noch was ganz Wichtiges. Ich bin heute Abend bei meinem Chef eingeladen. Das muss ich dir ausführlich erzählen. Der kommt ja vom Hundertsten ins Tausendste, was? Den grauen wir jetzt mal raus. Mein Herr, Ihr Gespräch kann ja sehr wichtig sein, aber... Ach, Sie sind das. Ja, ich bin das. Guten Abend, Herr Dr. Walter. Das habe ich mir gerade gewünscht, dass ich Sie mal treffe. Jetzt kommen Sie zu mir wegen einer komplizierten Zahnbehandlung, flirten mit meiner Sprechstundenhilfe, kann ich die Schmerzen auf. Und dann bleiben Sie einfach aus meiner Behandlung weg? Und nicht nur das? Sie gehen auch noch zu einem Kollegen und erklären ihm, ich sei ein Pfuscher. Das habe ich nicht gesagt. Was? Hat er es gesagt? Er hat es gesagt. Na also, ich konnte ja nicht wissen, dass Sie auf Dentomizin allergisch reagieren. Hätten Sie mir doch sagen müssen. Ja, ja, natürlich, das habe ich mir auch schon gedacht. Das hätte ich Ihnen sagen müssen, Herr Doktor. Entschuldigen Sie tausendmal. Ja, und vielleicht vermeiden Sie auch in Zukunft ausgerechnet die Telefonzelle vor meinem Haus zu blockieren. Selbstverständlich, Herr Doktor. Du, ich glaube, das ist das Auto. Ja. Guten Tag. Guten Tag, Herr Doktor. Biggi, du, nein, jetzt muss ich dich sprechen. Es sind 3 wichtige Dinge. Das kannst du. Nein, nicht am Telefon. Gut, dann komm jetzt durch den Hintereingang in den Garten, ja? Ist hübsch, nicht? Das glaube ich. Der kann aber nicht hier stehen bleiben, der muss in die Garage. Poldi, bitte fahr deinen Wagen raus, ja? Das soll nämlich eine Überraschung sein, nicht? Du sagtest, es wären 3 wichtige Dinge. Ja, das war das Wichtigste. Vielleicht streichen wir die beiden anderen. Du nicht jetzt. Paps wartet doch. Ach, Paps. Du hast das eben mit angehört aus der Telefonzelle. Ich möchte so eine Situation einfach nicht nochmal erleben. Monatelang laufen wir jetzt rum. Monatelang, 2 Monate. Ja, aber die reichen mir. Er ist doch kein Menschenfresser. Nun sag's ihm doch endlich. Ab morgen kannst du sowieso machen, was du willst. Aber du verstehst mich nicht. Ich sag's ihm ja irgendwann. Ich kann es ihm nicht schneller sagen, das liegt an mir. Da war doch vor einem Jahr dieser Rudolf Kleinschmidt. Hm? Den habe ich ihm gleich vorgestellt. Ja, nach 4 Wochen haben wir uns gekracht und es war aus. In diesen 4 Wochen hat Paps so gelitten, dass er 4 Pfund abgenommen hat. Na, das ist ja an sich sehr gesund. Da habe ich mir geschworen, jetzt sage ich ihm nichts mehr, bis ich nicht ganz genau weiß. Weißt du's denn noch nicht ganz genau? Hm. Wenn du es so genau weißt. Und was war das 3.? Ach so, ja, das 3. Also pass auf. Ich bin gleich bei meinem Chef eingeladen. Der entscheidet sich eine ungeheure Sache für meine berufliche Zukunft. Er will mir ein großartiges Angebot machen. Du, das musst du mir unbedingt noch heute erzählen. Komm doch ins Siro. Wir sind nach der Oper da. An euren Tisch? Ach, Jochen, ich komme 10 Minuten nach 12 an die Garderobe. Mhm. Tschüss. Tschüss. Augenblick, Fräulein Stegemann. Nach 12 im Siro. Mhm. Hm? So. Das ist ja fein, dass es nun doch noch geklappt hat. Ein Wunder, was bei der Unzuverlässigkeit heute von den Leuten, nicht? Du, Vicky wird aber Augen machen, wenn sie das sieht. Glaubst du, dass sie sich freuen wird? Freuen, das ist kein Ausdruck. Na, wie sehe ich aus? Diese Ähnlichkeit. Ach, direkt unheimlich, was? Ich dachte eben, Ingrid kommt die Treppe runter. Ihr sagt ja gar nichts. Gefällt euch mein Kleid nicht? Und wie? Biggi, warte mal. Das muss ich unbedingt aufnehmen. Das Kleid ist ein Traum, aber es macht mich zu alt. Du siehst so erwachsen aus. Was willst du jetzt hören, Onkel Poldi? Also... Onkel möchte ich bald nicht mehr hören. So, Biggelein, geh mal die Treppe rauf. Ja. Komm. Stell dich noch mal oben hin. So, jetzt winke. So, sieh mal auf die Uhr. Ja, lächle. Na, warum rennst du so? Weil ich auf die Uhr gesehen habe. Weißt du, wie spät es ist? Nein, ich bin ja schon fertig. Komm, Poldi, dreh du mal den Abgang. Also, komm, ich helfe Biggi in den Mantel. Ja. Ja, und wir gehen langsam zum Ausgang. Du schwenkst mit. Hast du meinen Kopf drauf? Leider. So, und in der offenen Tür. Winkt sie nochmal, lächelt. Ja. Und wenn wir draußen sind, wirst du langsam unscharf, wenn es nicht schon längst bist, du Affe. Die lässt uns nicht aus den Augen. Was glaubst du, für wen die mich hält? Für deine Freundin oder für deine Frau? Jedenfalls nicht für meine Tochter. Dann wollen wir sie nicht enttäuschen, hm? Ach, Robby, du bist wundervoll. Das Mädchen ist doch noch minderjährig. Aber nicht mehr lange, gnädige Frau. So. Ruhig, ich will mal meine Zigarre holen. Ja? Fräulein Marion, sind die Rosen immer noch nicht gekommen? Tut mir leid, Herr Doktor. Ich habe eben draußen noch mal nachgefragt. Aber der Portier weiß Bescheid. So wie die Rosen kommen, bringt er sie zu mir. Die Vase ist auch schon vorbereitet. Es kann nichts schief gehen. Würden Sie mir bitte eine von diesen Bonbonieren geben? Wenn es für Ihre Fräulein Tochter ist, natürlich das Schönste und Beste. Es ist nicht für meine Fräulein Tochter, es ist für meine reizende Komplizin. Aber Herr Doktor, ich danke Ihnen schön. Es wäre aber nicht nötig gewesen. Nett, nicht? Na, hast du keine Zigarre bekommen? Wieso Zigarre? Ach so, nein, nein. Das, was ich wollte, war nicht da. Und deshalb hast du der Bardame eine Bonboniere geschenkt, nicht? Was? Ach, nein. Na, also, nun lass mal deinem Vater seine kleinen Geheimnisse, ja? Es ist 23.58 Uhr. Wir beendigen unser heutiges Programm und wünschen Ihnen eine gute Nacht. Ja, Biggelein, es tut mir furchtbar leid, aber mit den Rosen hat es heute nicht geklappt. Das erste Mal. Das macht ja nichts, Paps. Ist es schon 12? Ja, es ist 12. Also, Biggi, einen herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Danke vielmals, Paps. Also so. Jetzt bist du also volljährig. Jetzt kann ich dir nichts mehr verbieten. Du hast mir doch nie etwas verboten. Ja, das war ja mein Trick. Eigentlich hast du mich ganz schön verwöhnt. Ja, Biggelein, ich war jetzt 21 Jahre lang Vater und Mutter für dich. Und weil ich dir als Vater verbieten musste, habe ich dir als Mutter erlaubt. Das möchte ich ganz gern weiter tun, wenn du nichts dagegen hast. Ab heute brauchst du dir das nicht mehr gefallen zu lassen, aber es hat mich sehr glücklich gemacht. Dann möchte ich dich nicht ins Unglück stürzen. Auf die 21 Jahre, die so schnell vergangen sind. Prost, Paps. Na, wollen wir? Oder bist du jetzt schon zu alt zum Tanzen? Es wird schon noch gehen. Ja. Geben Sie mir schnell die Rosen. Ach, entschuldigen Sie, die waren eigentlich für jemand anderen gedacht. Ja, ja, ich weiß, aber Sie kommen schon dahin, wo Sie hin sollen. Naja, ich wollte sie eigentlich lieber selber bringen. Tanzen müssten wir können. Können Sie nicht? Ich habe zwei linke Füße. Tanzen Sie denn so schlecht? No, tanzen kann man das gar nicht nennen. Ich unternehme Verzweiflungsschritte. Jochen, was war bei deinem Chef? Moment, erstmal herzlichen Glückwunsch, Biggi. Alles Liebe. Danke, Jochen. Die schönen Rosen. Erzähl doch, was war bei deinem Chef? Naja, eigentlich sehr erfreulich. Das braucht ja nicht jeder zuhören. Also, Herr Krone will ganz groß ins südamerikanische Geschäft einsteigen. Mit einer eigenen Niederlassung in Rio. Und ich soll das alles leiten, ganz selbstständig. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Wann soll das losgehen? In 6 Wochen. Für 3 Jahre. Hast du zugesagt? Noch nicht, aber ich soll ihm heute noch Bescheid geben. Er wartet auf meinen Anruf. Kannst du dir vorstellen, dass wir beide 3 Jahre lang... Ich ohne dich. Und du ohne mich. Ja, aber wenn das deine große Chance ist... Es soll ja auch sehr hübsch sein, da drüben. Kannst du nicht mitkommen? Wie stellst du dir das vor? Und ganz einfach, wir heiraten. Heiraten? Mhm. Glaubst du, dass wir das schaffen in 6 Wochen? So süß hat bestimmt noch nie ein Mädchen Ja gesagt. Hm. Das ist... Entschuldige, das ist vielleicht nicht ganz der richtige Ort für einen Antrag. Hm? Ja, natürlich der Antrag. Du, ich brauche den Strauß nochmal. Dann habe ich wenigstens was in den Händen, wenn ich mit deinem Vater spreche. Oh, Paps. Ja, natürlich, ich muss ihn doch um deine Hand bitten. Das geht nicht. Hast du wieder nicht mit ihm gesprochen? Ich hab's nicht übers Herz gebracht. Aber morgen, morgen sage ich's ihm und abends kommst du zu uns. Und jetzt ruf deinen Chef an und sag ihm, dass du nach Rio gehst. Mit Frau. Diese Personen von einem zum anderen. Ich hab dich schrecklich lieb. Na, das klingt ja wie, so bist du als kleines Mädel immer angekommen. Und da wusste ich gleich, du hattest irgendwas angestellt. Und wenn ich wieder etwas angestellt hätte? Na, dann werde ich es auch gleich erfahren. Du kannst ja nie was für dich behalten. Das hast du von mir. Biggi, du siehst aus, als ob du bald eine große Reise machst. Wieso? Ich weiß auch schon, wohin und mit wem. Du hast dir doch immer schon eine Nordlandreise gewünscht, nicht? Hier sind die Schiffskarten. Am 10. August geht's los. Ach, Paps. Naja, ich freue mich ja genauso wie du. Also ich kümmere mich mal jetzt selbst um die Blumen, ja? Vielleicht ist der Winkler was passiert. Das habe ich eben nicht verstanden, Herr Krone. Nein, nein, ich habe Zeit. Ja, ich freue mich sehr auf Rio. Gute Nacht und vielen Dank. Oh, du scheinst ja ein großer Telefonierer zu sein. Ja, ich telefoniere viel. Ja, und immer in meiner Nähe. Das ist geradezu unheimlich, was? Ja, die Welt ist klein. Ja, falls Sie fertig sind, darf ich dann... Bitteschön. Wo gehören die Rosen Ihnen? Oh ja, danke schön. Sagen Sie, brauchen Sie sie heute noch? Nein, Herr Doktor. Ah, dann kaufe ich sie Ihnen ab, ja? Meine Blumen liegen nämlich bei mir zu Hause, meine Haushälterin. Ja, ich bin kein Blumenhändler, Herr Doktor, aber wenn Sie erlauben, hole ich mir morgen einfach Ihren Strauß. Mhm. Ich bin sowieso in Ihrer Gegend. So, zum Telefonieren, was? Also gut, Sie holen morgen meinen Strauß und ich sage meiner Haushälterin Bescheid. Ich danke Ihnen schön. Bitte gern. Und guten Abend. Guten Abend. Hm. 21. Wirklich unheimlich. Rosenkavalier. Was sagst du zu so einem Zufall? 21 Stück. Als ob sie der Mensch extra für dich gekauft hätte. Weißt du, das war der Patient, der dich bei der Behandlung immer so verliebt angeglotzt hat und der dann nie wieder gekommen ist. Wie hieß er doch? Siebert. Ach, du hast ein Namensgedächtnis. Ja, ja, ja. Namen. Moment, Moment. Hm. Vielen Dank, Herr Doktor. Gib mir die Schlüssel, Paps. Was? Warum? Gib her, du hast einen Schwips. Naja, darf sich der Vater nicht betrinken, wenn die Tochter mündig ist? Doch, gib endlich die Schlüssel. Sag mal, was treibst du eigentlich mit mir? Du bist jetzt volljährig und kannst machen, was du willst, aber nicht mit mir, ja? Sag das Ganze nochmal, aber nett. Robby, kleine Sektflasche, gib deinem Püppchen schön die Schlüsselchen. Oder soll dich der Onkel Schuppo in die Tüte blasen lassen? So was hab ich großgezogen. Was ist denn das für ein Wagen? Dein Geburtstagsgeschenk. Entschuldige vielmals. Ich freue mich, dass du geboren bist und hast Geburtstag heute. Danke, Frau Winkler. Auch für die herrliche Torte. Die musst du erst einmal kosten. Nach einem Rezept vom Fernsehkoch. Das schreibe ich immer alles fleißig mit in ein kleines Büchlein. Für dich, Biggi, wenn du einmal heiratest. Wieso heiraten? Was ist denn heute los mit dir, Biggi? Ganz verstört bist du und so schreckhaft. Aber Frau Winkler, ich bin doch wie immer. Es liegt was Dunkles auf deiner Seele. Ein Geheimnis oder sowas. Du hast es manchmal recht schwer mit dem Herrn Doktor, nicht wahr? Wie meinen Sie denn das? Na ja, dein Vater ist doch leider ein Tyrann. Pfui, Frau Winkler, wie können Sie sowas sagen? Papst ist der beste Mensch und er will nichts anderes, als dass alle Menschen glücklich sind. Das ist richtig, aber sie müssen auf eine Art glücklich sein, die er bestimmt. Und genau das ist das Wesen eines Tyrannen. Ach, du hättest kürzlich im 2. Programm Julius Caesar sehen sollen von diesem Engländer, na, wie heißt er doch gleich, na, dieser Dings da? Shakespeare. Shakespeare. Dieser Caesar. Genau wie dein Vater, bloß ein bisschen dicker. Und was ist aus ihm geworden? Umgebracht, erdolcht. Wen haben Sie erdolcht, Frau Winkler? Hab ich mich erschrocken. Ich spreche gerade von dem neuen Fernsehkrimi, der Mörder vom Hyde Park. Ah. Und niemand weiß, wer der Täter ist, der dämonische Geiger oder der nette Briefträger. Ich schlafe schon keine Nacht mehr. Na, am Schluss werden Sie es ja erfahren und dann sagen Sie es uns, nicht? Der Schluss kommt heute Abend und da haben wir ausgerechnet Gäste. Ich tippe ja auf die Geiger. Der Briefträger wird ja nicht so dumm sein. Alle Menschen abmurksen, bringt er sicher um seine schöne Pause. Es hat geklingelt. Ich habe es gehört. Na, Biggelein, lass dir noch einen Geburtstagskuss geben. Weißt du eigentlich, was vor genau 21 Jahren war? Auch um 9 Uhr früh. Da stand deine Mutter in der Tür vom Behandlungszimmer und winkte mich hinaus. Das hatte sie noch nie getan. Ich bat den Patienten, den Mund schön offen zu halten und ging auf die Diele. Da stand deine Mutter fix und fertig angezogen, das kleine Köfferchen, das sie seit Tagen gepackt hatte, in der Hand. Ich muss jetzt in die Klinik, sagte sie. Es ist soweit. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, wie das ist, wenn einem die Knie zittern. Ich bin vor lauter Aufregung wütend geworden. Ich wollte natürlich mit in die Klinik. Ich fand es direkt rücksichtslos von ihr. Wir kriegten ein Kind und sie wollte mich allein lassen. Naja, die Schwester von der Entbindungsstation hat mich natürlich sofort nach Hause geschickt, du, und das war ein Glück. Denn der Patient, der saß noch treu und brav im Behandlungsstuhl und fragte erschöpft, wollte ich den Mund noch lange offen halten? Papst? Ja? Ich muss dir was sagen. Ja? Es ist so schwer. Du wirst vielleicht böse werden. Ich meine, traurig. Wieso? Ich bin so unglücklich. Na, mein Kleines. Es sind schon wieder Blumen gekommen. Sogar von Herrn Kleinschmidt. Ach ja, übrigens, Frau Winkler, da fällt mir ein, wenn heute Abend ein gewisser Siebert kommt und nach einem Blumenstrauß verlangt, dann geben Sie ihm bitte den von gestern Abend. Mhm. Sie wissen schon, welchen ich meine, nicht? Den Sie mir eigentlich in die Siro-Bar... Ja, ich weiß genau, welchen Sie meinen. Mhm. Aber eines verstehe ich nicht. Heute bringt man Blumen, aber man holt doch keine. Doch, der schon. Das ist ein Sonderling. Der holt welche. Wie hat er dir denn gefallen, dieser Siebert? Na, das ist ein unsympathischer Mensch. Weißt du, was er gesagt hat? Dass dein Vater ein Pfuscher ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, frag Poldi. Aber es ist ja egal. Der fährt sowieso nach Südamerika. Ach, Sie übrigens morgen mal nach, ob wir dem Mann schon eine Rechnung geschickt haben, ja? Aber was viel wichtiger ist, Biggilein, was wolltest du mir denn sagen? Ach, nichts, Paps. Das ist nicht so wichtig. Hm? Du bist der Einzige, der mir helfen kann. Ich kann es ihm nicht sagen. Ich bringe es einfach nicht fertig. Ich kann es auch nicht, Biggi. Wenn ich ihm das sage, dann spricht er im Leben kein Wort mehr mit mir. Ja, aber du bist verpflichtet dazu. Na, hör mal. Ja, aber du bist schuld daran, dass Paps Jochen nicht leiden kann. Wieso? Weil du Paps erzählt hast, dass Jochen gesagt hätte, dass er ein Pfuscher sei. Dabei hast du das nur erfunden, um ihn zu ärgern. Naja, da muss ich wohl. Ja, sei vorsichtig und fall nicht mit der Tür ins Haus, ja? Man sollte ihm eine kleine örtliche Betäubung geben können. Hallo, Sie haben hier nichts zu trinken. Kann ich ein Glas Milch haben? Nein, Milch haben wir nicht. Dann geben Sie mir ein großes Glas Steinheger. Ja, bitte sehr. Ist doch kein Kindergeburtstag, nicht? So. Stark bleiben, Frau Winkler. Nicht an den Mörder denken. Ich wollte nur den Aschenbecher mit rausnehmen. Na, na. Ja. Ist Biggi auch schon 21? Wie? Ich sagte, Biggi ist nun auch schon 21 Jahre. Was du nicht sagst. Mit 21 Jahren ist man absolut heiratsfähig. Hast du noch mehr solche Neuigkeiten auf Lager? In Indien heiraten die Mädchen schon mit 12. Siehst du, nun macht man sich seine Gedanken als Patenonkel. Überanstreng dich nur nicht. Darf ich mal einen Moment unterbrechen? Das kalte Buffet ist sehr zu empfehlen. Vielleicht bringt Biggi dir schon bald jemand ins Haus. Ich meine, Mann, sowas geht 1, 2, 3. Du, die Liebe, die kommt über Nacht. Halt mal, ja. Ja, wirklich im Ernst, Robby. Vielleicht hat Biggi sich schon für einen Mann entschieden. Also, Gott sei Dank, Fieber hast du nicht. Ich wäre doch der Erste, der davon erfahren hätte, wenn Biggi sich verliebt. Da sieht man wieder mal, wie wenig du sie kennst. Hat's geklingelt? Ja. Ach, biet doch mal weiter an, ja? Ach, guten Abend. Sie sind's. Guten Abend. Kommen Sie bitte. Moment rein. Ja, das ging ja alles ein bisschen schnell, nicht? Ja. Ja, ich hole sie Ihnen gleich, ne? Ja, ich habe sie erst gar nicht. Aus dem Papier. Bitte schön. Oder wollen Sie gleich doch einen Moment reinkommen auf ein Glas Bowle? Wenn es Sie nicht stört, dass meine Tochter Geburtstag hat. Ah, das macht gar nichts. Mhm. Ich möchte natürlich nicht aufhalten. Sie sind zu liebenswürdig. Biggi, du kennst doch Herrn... Siebert. Herrn Siebert, ja. Herr Siebert macht uns die Freude und trinkt ein Glas Bowle mit uns. Willst du dich ein bisschen um ihn kümmern? Gern, Paps. Ja. Ja. Vergnügen. Du, ich habe das Gefühl, ich bin zu früh gekommen. Onkel Poldi sagt es ihm jetzt. Wir haben alles versucht, aber es ging nicht eher. Oh, hoffentlich beeilt er sich. Ist das deine Mutter? Mhm. Ja. Sehr hübsch. Du, ehe ich es vergesse, meine Sekretärin will heute noch die Anträge für Südamerika ausfüllen. Ich brauche deine Daten, sämtliche Vornamen, Passnummer und so weiter und so. Könnten wir doch eigentlich gleich durchgehen? Ja, natürlich. Das Telefon ist im Behandlungszimmer. Ich hole meinen Pass. Darf ich mal vorbei, bitte? Was ist denn mit dir? Du stehst hier rum wie ein Denkmal. Komm, komm, tanz ein bisschen. Ja, das weiß ich ja, Frau Witt. Natürlich muss ich selber hingehen, aber ja, Sie könnten doch inzwischen schon die Anträge einreichen. Was ist denn? Sie wollen schon gehen? Das hat doch eben erst gerade angefangen. Ich habe eben den strengeren Papa als Vicky. Soll ich ihn mal anrufen? Mhm. Warten Sie mal. Moment, ja? Also dann holen Sie sich mal Papier und Bleistift, Frau Witt, damit Sie alles schön aufschreiben. Das muss krankhaft bei dem sein. Ja, ja, Sie haben ganz richtig verstanden, Frau Witt. Wenn wir drüben sind, sind wir schon verheiratet. Also nun schreiben Sie mal auf. Hm? Ehefrau Brigitte, unterstreichen, Ingrid Dorothea. Ja, geborene Stegemann. Stegemann. Ja, ja, die alte Passnummer kriegen Sie auch gleich. Meine Braut holt sie gerade. Moment, da ist sie schon. Ich rufe nachher noch mal an. Entschuldigen Sie, dass ich... wenn Sie telefonieren wollen... Du willst heiraten? Ist ja gut, dass ich das so ganz zufällig erfahre. Und das wäre ja nicht nötig gewesen. Seit einer halben Stunde versuche ich es dir so schonend wie möglich beizubringen. Wieso du? Ach so. Ach, meine Tochter hat dich beauftragt, mir beizubringen, dass sie heiraten will. Mhm. Das konnte mir meine Tochter nicht selbst sagen. Hm? Ich hab's ja versucht, aber du hast es mir so schwer gemacht. Es war also meine Schuld. Nein, ich wollte dir nicht wehtun. Ja, das hast du ja nun glücklich vermieden. Paps, du verstehst mich nicht. Nein, ich verstehe dich nicht. Robby, es ist eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Für die jungen Leute kam es genauso plötzlich. Es freut mich, dass man wenigstens dich so gut informiert hat. Vielen Dank, meine Herren. Zu liebenswürdig. Ja, stellen Sie es nur dahin. Das andere mache ich dann schon allein. Ich habe es doch nicht ausgehalten. Sie wissen doch sicher auch, dass meine Tochter heiratet, hm? Nein, sie heiratet. Herr Doktor, das ist aber eine Freude. Tun Sie doch nicht so, als ob Sie es nicht gewusst hätten. Aber sagen Sie mir die Wahrheit. Ich habe davon erfahren. Wann? Gleich, wie es anfing. Wie es anfing. Alle haben es gewusst. Nur ich nicht. Herr Dr. Stegemann, ich bin durchaus in der Lage, eine Frau zu ernähren. Seit 5 Jahren arbeite ich bei der Firma Krone. Krone-Kleider werden ja auch Ihnen ein Begriff sein. Jede 10. Frau in der Bundesrepublik trägt ein Krone-Kleid. Naja, und die restlichen 9 werden wir auch bald anziehen. Ja, und was ich noch sagen wollte, Herr Dr. Stegemann, ich liebe Ihre Tochter. Seit wann? Seit der ersten Bestrahlung. Ja? Nun wollen wir in 6 Wochen heiraten, weil ich doch nach Rio gehe für 3 Jahre. Du gehst natürlich mit nach Rio. Mhm. Paps, glaub mir, ich lass dich gar nicht gern allein. Aber ich werde schon eine neue Sprechstundenhilfe finden. Und deshalb bitte ich Sie um die Hand Ihrer Tochter. Ist doch vollkommen unnötig, ist doch alles beschlossene Sache. Außerdem ist meine Tochter volljährig. Kann heiraten, wen sie will. Das war mein erster Antrag. Oft mache ich das nicht. Morgen, Paps. Morgen. Paps, du hast dich ja heute Nacht nicht mehr sprechen lassen. Deshalb möchte ich gerne jetzt... Dazu ist jetzt keine Zeit, jetzt ist Sprechstunde. Bitte. Ach, entschuldigen Sie bitte, wenn es jetzt losgeht, würden Sie mich dann freundlicherweise vorlassen? Ich habe nämlich ganz besondere Schmerzen. Aber bitteschön. Bitteschön. Guten Morgen, Herr Doktor. Was wünschen Sie denn noch? Ist doch alles besprochen, was zu besprechen ist. Ich komme als Patient. Da werden Sie mich doch nicht vor die Tür setzen, Herr Doktor. Gehen Sie doch lieber zu Dr. Walter, wie damals. Entschuldigen Sie, zu Ihnen habe ich mehr Vertrauen. Ich dachte, Sie halten mich für einen Pfuscher. Das habe ich nie gesagt. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Doktor, es liegt mir daran, ein Missverständnis... Biggi, du kümmerst dich um die Bestrahlungen draußen. Es ist Folgendes. Es liegt mir daran, ein Missverständnis... Bitte aufmachen. Sie wollen mein Schwiegersohn werden. Mhm. Ich kann mich dazu nicht äußern. Alles, was ich von Ihnen kenne, sind Ihre Zähne und die sind gerade nicht die Besten. Da haben Sie ja noch einen ganz merkwürdigen Kandidaten. Ah. Jochen ist gerade bei Papst drin und versucht, die Wogen zu klettern. Siehst du, Biggi, ich habe es ja gleich gewusst. Jetzt wird alles noch gut. Hoffentlich. Wenn Biggi Sie in einem Jahr immer noch zu heiraten gedenkt, werde ich mich nicht mehr dagegen wehren. Aber als Vater fühle ich mich verpflichtet, meine Tochter vor voreiligen Schritten zu warnen. Ich kann mir nicht denken, dass Sie beide zusammenpassen. Ausspucken, bitte. In 2 Stunden werden Sie leider Schmerzen bekommen, aber das geht vorüber, wie alles. Herr Doktor, jetzt, wo Sie die Finger aus meinem Mund genommen haben, kann ich auch mal was sagen. An mir liegt es nicht, dass Sie so spät von unserer Verlobung erfahren haben. Und wenn Ihre Tochter sich seit Wochen drum herumdrückt, offen mit Ihrem Vater zu sprechen, dann liegt es in diesem Fall nicht an der Tochter, sondern am Vater. Vielleicht denken Sie mal ein bisschen darüber nach. Guten Morgen. Flegel. Papsi. Also es bleibt dabei, in einem Jahr werden wir uns entscheiden. Ich habe mich entschieden. Und da kann ich mir von niemandem hineinreden lassen, auch von dir nicht. So leid es mir tut. Ist das ein letztes Wort? Ja. Ist gut. Ist auch gut. Tu's nicht, bitte! Ruhig, Puppe. Hier entscheidet einer, das bin ich. Fred, nicht schießen! Komm jetzt schnell. Hört denn hier niemand? Nein, keine fieser Matenten, komm. Ach, Herr Dr. Walter. Wie geht's denn? Fürchterlich. Ein Drama, eine Tragödie. Das kann ich mir denken. Dass man sowas am Sonntagnachmittag sendet. Sohn eines Oxford-Professors wird Gangster, Mutter begeht Selbstmord. Und das am Sonntagnachmittag. Was sagen Sie dazu? Ich meine doch, wie es den beiden geht. Ach, alles in Ordnung. Biggi ist abgeholt worden ins Kino. Und wo ist der Doktor? Den habe ich den ganzen Tag nicht gesehen. Gefrühstückt hat er nicht, Mittag gegessen auch nicht. Er scheint wohl eine Diät zu machen. Mich entschuldigen Sie bitte. Bitte, bitte. Robby! Robbelein! Robby! Robby! Ach, da bist du ja. Was machst du denn im Keller? Sieh mal, was ich bringe. Mosel, du hast ganz recht gehabt. Der ist leichter. Wie siehst du denn aus? Das ist die kleine Biggi. Manchmal die größere Biggi und dann hier die ganz kleine Biggi. Ab und zu noch mal der Golf von Neapel dazwischen als Ferienbild, aber meistens die kleine Biggi. Mensch, Robby, wie kannst du die Sache denn so schwer nehmen? Da soll ich es vielleicht leicht nehmen, wenn da so ein wildfremder Mensch daherkommt und mir von einer Stunde auf die andere mein Kind... Ein Kind ist ein Kind, ist sie ja nun nicht mehr. Immerhin ist eine junge, erwachsene Dame. Ach Quatsch, erwachsene junge Dame, sie ist ein Kind. Ich habe ihr doch alles ferngehalten. Gerade jetzt nach ihrem 21. Geburtstag, da wollte ich sie fürs Leben vorbereiten und da kommt ausgerechnet dieser pathologische Telefonist daher und... Weißt du, wer eben in dieser Situation fehlt? Eine Mutter. Unsinn. Dumme Mütter richten genauso viel Schaden an wie dumme Väter. Eine Mutter wäre aber nicht so davongelaufen, wie du es getan hast bei der Party. Was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich vielleicht die ganze Gesellschaft zusammenrufen sollen, ans Glas klopfen und sagen, meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen hiermit die Verlobung meiner Tochter Biggi bekannt mit Herrn... Wie heißt der Kerl? Siebert. Siebert, ja, er kenne zwar kaum seinen Namen, aber er nimmt meine Tochter mit nach Südamerika. Hm, mein lieber Poldi, da wäre ich ein schlechter Vater. Herr Dr. Stegemann, da ist ein Herr, der Sie unbedingt sprechen möchte. Er sagt, in einer äußerst delikaten Angelegenheit. Komm rauf. Herr Doktor kommt gleich. Na also, da sind Sie ja. Na, was entdeckt? Ja, darf ich denn hier vor dem Herrn... Wenn ich störe. Nein, nein, bleib mal hier. Ist vielleicht sogar ganz gut, wenn du das mal mit anhörst. Also bitte, was haben Sie rausgebracht? Ja, nun, finanziell ist gegen den Beobachteten nichts anzuwenden. Schade. Er verdient gut und wirtschaftet vernünftig. Bitte. Was denn? Du lässt Herrn Siebert beobachten? Es wird sich doch ein dunkler Punkt finden, von dem man aus diesen Herrn aus den Angeln heben kann. Aber das geht aber ein bisschen zu weit. Du kannst doch nicht im Privatleben dieses netten Jungen herumschnüffeln lassen. Also gegen den Ausdruck schnüffeln muss ich mich auf das Entschiedenste verwahren. Unsere Beobachtungsmethoden sind anerkannt, diskret und taktvoll. Wir arbeiten zum Beispiel für den bayerischen Hochadel und für die rheinische Schwerindustrie. Ja, ich wollte Sie nicht drängen. Dankeschön. Es geht nicht um die Methode, es geht um das Prinzip. Also ich finde es absolut fair gegen Herrn Siebert. Wenn er in Ordnung ist, was ich nicht glaube, wird sich's herausstellen, ne? Ja, da ist nämlich sein Vorleben. Seine Wohnung wird im Hause die Jungfrauenfalle genannt. Wüstling. Die Dame unter ihm erzählte mir, der reinste Bienenstock. Eine Biene nach der anderen. Aha. Warum grinsen du so? Ich musste nur an deine Studentenbude denken. Da krabbelten ja auch immer so ein paar Käfer rum. Ne? Ja, ja. Aber das ist doch hier was ganz anderes. Hier geht's doch um Biggi. Vielleicht kann ich Ihnen morgen schon mehr berichten. Hoffentlich. Und wenn Sie was Wichtiges haben, dann bitte schriftlich, ja? Express und eingeschrieben. Jawohl. Ne? Könnte ich inzwischen einen kleinen Vorschuss? Vielleicht 100 Mark. Hast du mal 100 Mark? Zu sowas gebe ich meine Hand nicht. Und du brauchst mir nicht die Hand geben. Sollst 100 Mark ihm geben. Das kannst du mal für dein Patenkind tun, nicht? Grüß Gott, einen eingeschriebenen Aalbrief. Der Doktor muss selbst unterschreiben. Einen Moment, bitte. Bitte. Ah, dass du als Zahnarzt solche Angst vor dem Zahnarzt hast. Ah, ja. Poldi, ich hab doch ein bisschen Vertrauen zu mir. Ja, Ango, hast du Vertrauen zu mir, wenn ich dich behandle? Na, das kannst du wirklich nicht von mir verlangen. Meine Patienten kommen immer wieder zu mir. Ja, was sollen die armen Menschen auch machen, wenn ihnen immer wieder die Füllungen rausfallen? Hm? Oh, was? Sei doch vorsichtig, du weißt doch, wie ich empfindlich bin. Ja, nur die Empfindlichen führen ein reiches Leben. Oder willst du lieber dahin vegetieren, wie die Masse, stumpf, ohne Gefühle? Hm? Oh. Das kannst du jetzt schon wieder nicht aushalten. Deine Reden. Ein Einschreibebrief. Aha. Von deinem Privatschnüffler? Da. Auf frischer Tat ertappt. Und das freut dich noch? Ja, die arme Biggi. Das wird ein Schlag für sie sein. Den Tiefschlag möchte ich lieber nicht miterleben. Komm, komm, mach noch mal das Ding zu. Ja. Bitte notiere einen neuen Termin für Onkel Poldi, ja? Er hat's heute ein bisschen eilig. Passt es dir am Donnerstag? Wieder nach Praxisschluss? Ja, ist in Ordnung. Beim Zahnarzt bin ich immer froh, wenn ich wieder weg bin. So, danke. Mhm. Macht's gut, ihr beide. Wiedersehen. Biggi. Ich muss etwas mit dir besprechen. Ja, es ist nichts sehr Erfreuliches, aber du musst es ja schließlich erfahren. Ich habe es für notwendig gehalten, über diesen Herrn Siebert Erkundigungen einzuholen. Ach, du lässt uns beobachten? Nicht euch, ihn. Zu deinem Glück. Dieser Herr betrügt dich. Jochen? Tja, ich habe es hier, schwarz auf weiß. Teile ich Ihnen Folgendes mit. Der Beobachtete erhielt am Sonntag, den 15. Juli, abends gegen 21 Uhr den Besuch einer jungen Dame, die ihn erst morgens gegen 3:30 Uhr wieder verließ. Die Betreffende ist dunkelblond, zierlich, trägt ein gepunktetes Kleid mit weißem Matrosenkragen und blaue Schuhe. Doktor, Vicky packt ihre Koffer. So. Ach, Herr Doktor, wenn ich Ihnen doch nur ein bisschen helfen könnte. Das ist sehr lieb von Ihnen, aber man muss im Leben mit allem allein fertig werden. Ach, bitte machen Sie mal den Knopf auf. Ja, kann ich vielleicht zwischen Ihnen beiden vermitteln. Mischen Sie sich da nicht ein, das sind Familienangelegenheiten. Ach, danke vielmals. Ich gehöre also nicht zur Familie. Seit 20 Jahren. 19. Also gut. Seit beinahe 20 Jahren habe ich bei Ihrer Tochter Mutterstelle vertreten. Und jetzt kommen Sie mir so. Ich kündige zum Ersten. Das hätten Sie mir gestern sagen müssen. Heute ist schon der 16. Aber meinetwegen gehen Sie doch, wann Sie wollen. Fernsehapparat schmeiße ich Ihnen nach. Herr Dr. Stegemann, ich habe Sie immer für einen Gentleman gehalten. Bin ich nicht. Bin Zahnarzt. Lassen Sie mich bitte allein, Frau Winkler. Und da bist du einfach weggelaufen. Ja, und ich bin froh, dass ich es getan habe. Dieses Nachspionieren, dieses Misstrauen, das ist gar nicht mehr mein Paps. Das ist gar nicht mehr mein Papa. Das renkt sich alles wieder ein, Biggilein. Oh, da kennst du meinen Vater nicht. Wenn der sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann ist da nichts mehr zu machen. So. Was fangen wir denn jetzt mit dir an? Ich bleibe hier. Ach, du bleibst hier? Ja, er soll merken, wie sehr er mich gekränkt hat. Biggilein, das halte ich nicht für richtig. Gleich im Nebenhaus ist eine hübsche kleine Pension. Ach, und da werde ich dich... Mich weg? Nein, nein, aber ich... Du willst mir doch nicht erzählen, dass hier noch nie ein Mädchen übernachtet hat? Oh, Biggilein, das ist ja auch ein großer Unterschied. Diese Mädchen wollte ich ja nicht heiraten. Waren es denn so viele? Ich habe immer die Übersicht behalten. So, jetzt bringe ich dich erstmal in die Pension. Und nur das kleine Köfferchen hat sie mitgenommen. Da passen ja nicht mal 2 Kleider rein. In der Beziehung brauchst du dir doch keine Sorgen machen. Sie heiratet ja einen Kleiderfabrikanten. Ach, du findest das komisch, ja? Ein bisschen mehr Taktgefühl könnte ich wohl von meinem besten Freund verlangen. Sie hält es ja gar nicht mal für nötig anzurufen. Dafür hält dich aber dein famoser Detektiv auf dem Laufenden. 9:13 Uhr bis 9:17 Uhr, 4 Brötchen gekauft beim Bäckermeister Obermüller, 9:21 Uhr, halben Liter Milch besorgt und 9:35 Uhr für den Rest des Tages aus den Augen verloren. Ach, ich habe den Auftrag ja längst zurückgezogen. Aber ich scheine für Biggi überhaupt nicht mehr zu existieren. Könnte doch krank werden oder verkommen. Dann mach aber mal einen Punkt. Wenn du krank würdest oder verkommen würdest, natürlich wäre Biggi dann da. Glaubst du das wirklich? Aber klar. Du meinst, sie kommt zurück, wenn ich... Das kann ich nicht glauben. Seit wann geht denn das schon so mit ihm? Seit 8 Tagen. Was war dein Vater immer für ein feiner, ordentlicher Mensch? So schön war das, ein solcher Halt und Trost in dieser Zeit. Also ich verstehe euch nicht. Was tut er denn schon? Er frühstückt im Bett. Und dann dreht er sich auf die andere Seite und dann schläft er bis Mittag. Und seine Patienten schickt er alle zu Dr. Walter. Na und? Macht ihm mal ein bisschen Urlaub. Urlaub? Seine Arbeit interessiert ihn überhaupt nicht mehr. Stell dir vor, er will seine Praxis verpachten. Nur noch leben und reisen. Praxis verpachten? Wie kann man ihm nur helfen? Ich glaube, ihm ist nicht mehr zu helfen. Er hat mir ausdrücklich verboten, es dir zu sagen, aber... Ich sag es trotzdem. Nacht für Nacht sitzt er in der Siro-Bar. Und alles wegen dieser Bardame. Welche ist es denn? Am Telefon nennt er sie einfach Schätzchen. Aber warten Sie mal, ja. Neulich sagte er ganz schlicht und einfach Marion. Dein Vater hat aber einen guten Geschmack. Ist er heute Abend zu Hause? Ach, wo denkst du hin? Da sitzt er natürlich wieder in der Siro-Bar und amüsiert sich. Da sitzt man nur Nacht für Nacht und amüsiert sich. Was für ein Opfer soll ich denn noch bringen? Jetzt haben Sie einmal damit angefangen, Herr Doktor, und nun müssen Sie auch durchhalten. Ach, das ist doch kein Leben mehr, jeden Tag bis Mittag im Bett liegen, wo ich so gern früh aufstehe. Und meine Patienten schicke ich alle zu meinem Freund. Dabei weiß ich ganz genau, dass der mir mit seinen klobigen Fingern meine sorgsam gehegten Gebisse durcheinander bringt. Wie nämlich Zahnarzt aus Leidenschaft. Vielleicht weiß Ihre Tochter noch gar nichts von ihrem flotten Lebenswandel. Da verlasse ich mich ganz auf Frau Winkler. Geben Sie mir einen Kuss. Bitte? Drehen Sie sich nicht um, Sie sind da. Marion, Schätzchen. sauber. Lage Whisky für die Kapelle, ja? Die Jungs schlafen mal sonst ein. Oh, Marion, Schätzchen, tanzen. Ach, Robby, du bist einfach unwiderstehlich. Lachen, laut lachen. So kenne ich ihn gar nicht. Also ich muss sagen, dein Vater gibt ganz schön an. Dass er sich nicht geniert. Wenn Sie denn noch ein bisschen weiter mitspielen, auf dem Erfolg dürfen natürlich nicht ausruhen. Für Sie tue ich doch alles. Ja, haben Sie morgen Nachmittag Zeit? Mhm. Nicht bemerkt, dass Sie mit mir telefoniert haben? Nein, nein. Er sitzt ja draußen auf der Terrasse. Ja, und vom Haus bleiben natürlich nur die Grundmauern stehen, nicht? Dabei verschwindet auch die ganze Praxis. Ich kann den Zahnarztkrempel sowieso nicht mehr sehen. Ja, und da, wo Biggis Zimmer ist, da ist dein Reich, ja? Ja. Die Wände lassen wir durchbrechen, damit das Ganze etwas großzügiger und eleganter. Ja, und ich lasse es dann in französischer Seidentapete ausschlagen. Selbstverständlich, und da hinten kommt der Tennisplatz hin. Hm? Daneben den Swimmingpool, damit man nach dem Tennisspielen sofort ins Wasser springen kann. So ist es. Das kostet durch eine Menge Geld, Robby, darüber bist du doch im Klaren. Aber Schätzchen, das macht doch nichts, nehme ich einen größeren Kredit auf, nicht? Ja. Weißt du, Robbylein ist doch großzügig, ja. Nicht? Ja. Biggilein, du bist hier? Biggi. Joch, Babs ist wirklich verrückt geworden. Er will einen Tennisplatz machen mit einem Swimmingpool mit französischen Seitentapeten und einen größeren Kredit, damit man gleich reinspringen kann. Jochen, ich muss zu meinem Vater zurück. Diese Frau ist sein Verderben. Darauf habe ich gewartet. Aber wenn er sieht, dass wir vernünftig sind, wird er auch vernünftig werden. Es ist ja nur für kurze Zeit. Das kenne ich, nur für eine kurze Zeit. Dann noch für eine kurze Zeit und dann noch für eine kurze Zeit und so immer weiter. Nein, ohne mich. Aber ich hätte doch in Südamerika keine ruhige Minute. Wen willst du denn nun heiraten, deinen Vater oder mich? Einmal musst du dich entscheiden. Und zwar jetzt. Jochen, ich kann nicht anders. Paps hat in seinem Leben meinetwegen auf so vieles verzichtet, ich kann ihn nicht im Stich lassen jetzt, wo er mich braucht. Biggi, dann ist es aus mit uns beiden. Du liebst mich eben nicht, sonst könntest du mich verstehen. Das kann ich nicht verstehen. Dann gehe ich. Bitte? Ich kann es dir nicht verbieten. Ich bin weder dein Vater noch dein Mann. Lassen Sie mal, Frau Winkler. Ich mache das heute. So. Sie haben ja die Erdbeermarmelade vergessen, die Sie immer so gern isst. Ich bringe heute aber auch alles durcheinander. Ja. Das ist ja aber auch ein bisschen viel, was alles auf einen einstürmt. Na, nun wird alles wieder, wie es war, nicht? Ach, Herr Doktor, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich freue. Ja? Das wollte ich doch noch gleich. Die Erdbeermarmelade. Richtig, die Erdbeermarmelade. Oh. Guten Morgen, Paps. Morgen, Biggi. Schön, dass du wieder da bist. Ja, Frau Winkler hat die Erdbeermarmelade vergessen, aber sie bringt sie gleich. Da ist sie schon. Nachher backe ich einen leckeren Kuchen. Nach einem Rezept vom Fernsehkoch? Natürlich, bitte. Aber ich will jetzt nicht länger stören. Na, schmeckt's? Wunderbar, Paps. Geht doch nichts über zu Hause, nicht? Ich fühle mich auch richtig wohl. Ja, man sieht's dir auch an. Übrigens, Paps. Ja? Du hast doch recht gehabt. Mit Jochen? Wir passen nicht zusammen, er versteht mich nicht. Habe ich doch immer gesagt, nicht? Frau Witt, jetzt hören Sie einmal gut zu. Schicken Sie gleich jemanden zum Standesamt und lassen Sie die Papiere holen und das Aufgebot abbestellen. Ich heirate nicht. Da gratulieren Sie mir. Sie sind ein Gemütsmensch. So, dann wollen wir mal, wie? Wie einst im Mai. Guten Morgen, Frau Brenner. Bitte schön. Guten Morgen, Frau Vicky. Guten Morgen, Herr Doktor. Morgen, Frau Brenner. Nehmen Sie schon Platz. Wie nett, dass Sie vom Urlaub zurück sind, Frau Biggi. Schlechtes Wetter, Garten ist ja immer dasselbe. Man kriegt kein bisschen Farbe. Ja, es hat immer geregnet. Ich weiß ja, mein Mann kann es gar nicht glauben, dass ich keine Angst mehr vom Zahnarzt habe. Karteikarte. Ich habe ihm gesagt, für einen so sensiblen Menschen, wie ich einer bin, sind Sie eine einzige Wohltat. Überhaupt atmet dieser ganze Raum eine einzigartige Harmonie aus. Das habe ich ihm gesagt. Das ist aber fein, dass Sie solche Propaganda für uns machen. Denn Ärzte und Anwälte dürfen ja seltsamerweise keine Reklame für sich machen. Hm? Mein Mann will nächstens auch mitkommen. Ja, bitte spülen. Ist ja kein Wasser drin. Biggi. Verzeihung. Ich bin gespannt, was Sie sagen werden. Ob mein Mann auch sensibel ist oder ob er nur feige ist. Naja, das werden wir dann sehen. So, nochmal schön aufmachen. Ja. Exkavator. Biggi, Exkavator. Ist was? Stimmt das, Fräulein Biggi? Ich habe sowas gehört, dass Sie bald heiraten werden. Entschuldige, Paps. Hätte ich das nicht sagen dürfen? Frau Brenner, wäre es Ihnen recht, wenn wir morgen die Behandlung fortsetzen würden? Aber bitte schön. Sagen wir um dieselbe Zeit? Ja, gerne. Es ist mir aber schrecklich peinlich, wenn ich da irgendwas angerichtet habe. Machen Sie sich bitte darüber keine Gedanken. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Danke Ihnen recht. Wo Feste gefeiert werden, ist Onkel Poldi immer dabei mit dem passenden Getränk. Heimkehr der verlorenen Tochter. Wo sitzen die beiden? Ach, Herr Dr. Walter, es ist ja ärger, als es je war. Gehen Sie mal rein zu Herrn Doktor. Soll das heißen, dass Biggi mit Jochen Schluss gemacht hat? So viel ich verstanden habe, ja. dann muss ich dir sagen, dass ich den Verkehr mit dir abbreche. Unsere Freundschaft ist gekündigt. Meine Stellung ebenfalls. Du bist der größte Egoist, der frei herumläuft. Du solltest dich schämen. Kannst du mir garantieren, dass Biggi mit diesem Jochen in Südamerika glücklich geworden wäre? Nein, das kann ich nicht garantieren. Na also, habe ich doch recht, nicht? Trotzdem kann man sich nicht so zwischen zwei Menschen stellen, wie du es getan hast. Wenn ein Kind endlich erwachsen wird, hat es ein Anrecht auf sein eigenes Glück. Sogar auf sein eigenes Unglück. Du kannst nicht ein Schicksal bis ins Einzelne vorausbestimmen. Wenn du kein Gottvertrauen hast, hättest du kein Kind in die Welt setzen sollen. Guten Tag. Ich bin nicht zu Hause. Für Sie schon gar nicht. Hübsche Musik haben Sie. Ihr wohl. Hoffentlich ist es Ihre Marke. Entschuldigung, ich brauchte dringend einen Cognac. Ich brauche sogar zwei. Und wenn Sie den ausgetrunken haben, können Sie mir vielleicht sagen, warum Sie hier sind. Glauben Sie, es fällt mir so leicht, hierher zu kommen und Sie zu bitten, meine Tochter zu heiraten? Glauben Sie, etwas fällt mir leicht, zu diesem Vorschlag Nein zu sagen. Ihre Tochter ist ein bezauberndes Mädchen, aber wehe dem Mann, der sie mal heiratet. Wieso? Ihre Tochter liebt Sie und keinen anderen Mann auf der Welt. Und wer Biggi nimmt, muss Sie auch nehmen, als Zugabe. Und Sie sind ein Egoist. Also das hat mir noch keiner gesagt. Da wird's aber Zeit. Ja. Lissi, ja, was ist denn? Ja, du störst. Nein, ich heirate nicht. Ich brauche niemanden, der mich tröstet. Alte Bekannte von mir. Aber sonst haben Sie allen Damen abgesagt. Die muss ich übersehen haben. Aber verheiratet waren Sie noch nie. Hat noch nie die Absicht. Doch, das war schon recht früh. Mit 6 Jahren. Da habe ich mich in die Prinzessin aus meinem Märchenbuch verliebt. Die wollte ich unbedingt heiraten. Ich nahm sie jeden Abend mit ins Bett. Na ja, wollten Sie ja heiraten. Bis ich dann eines Tages Zahnschmerzen bekam. Und dann fahren wir einen Zahnarzt. Ich ging hin. Klingelte, die Tür ging auf und vor mir stand meine Märchenprinzessin. Die gleichen Augen und die gleichen Haare und sie war noch viel schöner als im Märchenbuch. Und sie war Wirklichkeit, was ich besonders märchenhaft fand. So, jetzt wollen wir erst mal ein Gläschen trinken. Den habe ich eigentlich für einen anderen Zweck gedacht. Nun bin ich wieder hier, um auf Paps aufzupassen, dass er nicht völlig runterkommt. Weg ist er. Er darf ja mal weggehen. Oder muss er dich erst um Erlaubnis fragen? Zu wem er gegangen ist, das kannst du dir ja denken. Er hat 2 Flaschen Whisky mitgenommen. In den Flaschen heute ist auch nicht mehr so viel drin wie früher. Aber der kluge Hausvater sorgt vor für Notzeiten. Ja. Merkt ihr das, mein Sohn? Hm? So. Spülen bitte. Schön offen lassen. Machst das nicht mit den Füßen? Ich habe 2 linke Füße. Ach, das musst du aber lernen. Biggi tanzt leidenschaftlich gern und die Leidenschaft muss man in der Ehe erhalten. Ich lerne das nie. Ah, natürlich. Komm her, mein Junge. Ach nein, ich tanze ja als Dame. So, aber was macht doch kein... Oh, Herr Siebert, sind Sie kräftig. Also pass auf, es geht los, ja? Links und cha-cha-cha, rechts und cha-cha-cha, wum, da, cha-cha-cha, wum, da, cha-cha-cha, wum, da, cha-cha-cha, wum. Oh, du Wüstling, der unterste war meiner. Zieh die Schuhe aus, Mensch. Und was das Schlimmste ist, Jochen wird wieder sein altes Leben führen, mit Mädchen und so. Du sagtest, das mit Jochen, das wäre vorbei. Es wäre dir egal, was er machte. So egal ist es mir wieder auch nicht. Ich habe ihn ja mal sehr gern gehabt, nicht? Und jetzt nicht mehr? Nein. Also, Frau Siebert, jetzt keinen falschen Stolz. Sowas kann schnell zu spät sein. Wunder, bravo, mein Süßer. Wer hat dir das bloß beigebracht? Mein böser Schwiegervater. Oh, die Ladenglocke. Nein, tanz du mal weiter. Das ist wieder eine Verflossene. Du hättest einen Rundschreiben rausgeben sollen. Hier bei Siebert? Ja, Herr Siebert hat aber nachts Wichtigeres zu tun, als zu telefonieren. Ja, wir feiern ja hier ein tolles Fest. Hören Sie mal. Nicht doch. Hallo, was da? Der hat die Rede verschlagen. Was hat er gesagt? Er? Eine Frau war dran und sie hat gesagt, wir feiern ein tolles Fest. Und es war ein Riesenlachen. Biggilein. Jetzt ist es aus für immer und ewig. Das mit dem Tanzen geht ja schon ganz schön. Also wenn wir bis zur Hochzeit noch fleißig üben... Habe ich dir überhaupt schon mein Ja-Wort gegeben? Nein, du hast dich noch nicht festgelegt, aber du wolltest es in wohlwollende Erwägung ziehen. Also, weil du mich gar so sehr bittest, sage ich jetzt Folgendes. Ich nehme die süße Vicky. Ja? Aber unter einer Bedingung. Bedingung? Ja. Du darfst uns ein ganzes Jahr lang nicht besuchen. Warum nicht? Weil die süße Biggi von deinem Vaterherzen entwöhnt werden muss. Wie ein Baby von der Flasche. Das hast du sehr schön gesagt. Also abgemacht, halbes Jahr. Ein ganzes Jahr, wie gesagt, keinen Tag weniger. Ach, noch ein Dickschädel in der Familie. Tschüss, Paps. Und vielen Dank für deine Tochter. Du, wenn du unsere Märchenprinzessin nicht glücklich machst, dann ziehe ich da alle Zähne. Ohne Betäubung. Biggi, bist du noch wach? Wie war's in der Siro-Bar? Ich war nicht in der Siro, ich war in der Jungfrauenfalle. Du warst bei Jochen? Hm. War's hübsch, euer Fest? Ich höre immer fest. Wir waren allein und ich habe Jochen ein paar Tipps für die Ehe gegeben. Paps, jetzt reicht's mir aber. Ich habe es selbst gehört, da war so ein Weib am Telefon. Ja, hier ist die Hausdame von Herrn Siebert. Herr Siebert hat nachts Wichtigeres zu tun, als zu telefonieren. Oh, wir feiern hier ein tolles Fest. Das warst du? Und außer dir war niemand da? Nein, niemand. Darf ich mich einen Augenblick setzen? Biggilein, ich wollte dich bitten, heirat Jochen. Ja, er ist ein fabelhafter Kerl, er hat mir gründlich die Meinung gesagt, aber er hat ja recht. Bitte, heirat ihn, ja? Er wird dich glücklich machen. Was anderes wollte ich ja auch gar nicht. Verstehst du mich? Danke dir. Ich habe dich immer verstanden. Aber zwei Menschen verstehen und dann das Richtige tun, das ist zu schwer. Ja. Ich weiß, mein Kleines. Ein bisschen Angst habe ich aber doch. Vom Heiraten? Hm. Weißt du, was ich Jochen gesagt habe? Er soll ein bisschen nett zu dir sein. Du bist noch gar nicht so erwachsen, du tust nur so. Und Angst, Biggilein, das ist gar keine richtige Angst. Das ist nur das Gefühl, das man hat, wenn man von etwas Abschied nehmen muss. Jedes Mal hat man das schreckliche Gefühl, nicht? Das kommt nur nicht wieder. Jeden Abend muss man von einem Tag Abschied nehmen. Man kann im Leben nichts festhalten, auch nicht die glücklichen Augenblicke. Die Zeit vergeht so schnell. Heute ist morgen schon gestern. Deshalb müssen wir heute so leben, dass wir uns morgen gern daran erinnern. Sollte man sich jedenfalls vornehmen. Ja, Papst. Warum sprichst du nicht weiter? Ich höre dir gern zu. Hm. Man schläft so gut dabei ein, nicht? Du bist eigentlich sehr klug. Weißt du, was ich immer so sehr an dir bewundert habe? Nun? Dass du auf alle meine Fragen immer eine Antwort gewusst hast. Oh ja, gut. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich muss dir unbedingt was geben. Ja, die brauche ich jetzt alle nicht mehr. Wenn Kinder lügen, wenn Eltern lügen, wenn der Säugling schreit. Ja, da musst du dich jetzt durcharbeiten. Und wenn du alle Bücher gelesen hast, dann tu das, was du für richtig hältst. Damit bin ich bei dir auch immer am besten gefahren. Gute Nacht. Gute Nacht, Paps. Kannst reinkommen, Paps. Wir sind gerade fertig. Du sagst ja gar nichts. Bisschen nackt obenrum, hm? Ja? Paps. Die habe ich für dich aufbewahrt. Die Kette deiner Mutter. Ich glaube, ich muss mich jetzt mal um deinen Mann kümmern. Er hat mich nicht im Stich gelassen. Wer? Der Juwelier. Wie findest du sie? Biggi hat doch keine. Da wird sie sich bestimmt sehr freuen. Mal schauen, ob sie fertig ist. Was ist denn? Erkläre ich dir später. Biggi ist fertig. Sag mal, da fehlt doch noch was. Hm? Wieso? Woher weißt denn du? Oh, die ist aber wirklich wunderschön. Wunderschön. Sie ist eben erst fertig geworden. Es hat noch in letzter Sekunde geklappt. Ja, wirklich. Das ist noch schöner als Fernsehen. Wir suchen dich überall. Wir müssen jetzt gehen. Kommst du? Ja, du weißt, ich hasse Abschied nehmen auf Bahnhöfen und Flugplätzen. Wir wollen uns hier adieu sagen. Ich danke dir für die schöne Feier, für die schönen Geschenke und für die herrliche Zeit zusammen. Ich danke dir, Biggilein, für jeden Tag, den du bei mir warst. Mach's gut, Papst. Mach's gut, mein Kleines. Tschüss, Papst. Besuch uns mal in Rio. Wenn ich mal in der Nähe bin. Das hängt ganz von dir ab. Wir haben die Nordlandreise für 2 Personen in eine Schiffsreise nach Rio umbuchen lassen. Für eine Person. Ich habe das Ticket dahin gelegt. Ach, übrigens, das Schiff geht in einem halben Jahr. Juli, August, September, Oktober, November. Jetzt. Ja, Weihnachten. Eine erfreuliche Mitteilung machen. Sie brauchen keine Angst mehr, um Ihre Fräulein Tochter zu haben. Der Beobachtete hat geheiratet und fährt nach Südamerika. Aha. Dann ist ja alles in Ordnung.